Ich war mit Leib und Seele Journalistin, also total gern. Aber dann kamen die Kinder auf die Welt. Ich glaube, jede Mutter kennt es, wie das ist, wenn man versucht, Beruf und Familie zu vereinbaren. Es kam hinzu, dass ich dann auch meinen eigenen Kindern viele Kinderbücher vorgelesen habe. Da waren schöne dabei, die ich wunderbar fand. Es waren auch welche dabei, die fand ich total doof. Und da dachte ich mir, das kann ich besser. Und dann habe ich einfach mal losgelegt. Mein erster Band, den ich geschrieben habe, war die Geschichte von Eugenia, der Fledermaus, die zum Eddie kommt. Also ich hatte diese Geschichte wirklich von Anfang an komplett im Kopf. Mr. Morrison mit seiner magischen Zoohandlung, mit seinem Omnibus, wie er durch die Lande fährt und die magischen Tiere einsammelt. Das Tier ist natürlich der beste Freund. Er steht fest an der Seite des Kindes, hilft, wo er nur kann. Er ist aber auch ein Coach, er ist ein Psychologe, er ist vielleicht auch ein bisschen ein Schutzengel. Als ich die Reihe angefangen habe, waren meine Kinder gerade in der Grundschule und ich habe wirklich alles reingebacken, was meine Kinder auch in der Grundschule erlebt haben. Und ich habe gemerkt, dass sich auf die Weise die Kinder wirklich sehr damit identifizieren. Und ich habe natürlich dann auch diese ganzen Charaktere verwendet, die in den Klassen einfach so sitzen. Die Verlage haben sofort reagiert. Also man hat es richtig gespürt, dass die Idee wirklich ankommt. Bevor ich anfange mit einem neuen Buch, denke ich tatsächlich einen ganzen Monat lang erstmal nur nach. Mache mir natürlich Notizen, schreibe mir auf, welches Kind, welcher Charakter, was werden die erleben, welches Tier passt gut. Bespreche das dann auch mit meiner Lektorin vom Carlsen Verlag in Hamburg. Und wenn das dann sitzt, dann fange ich an zu schreiben. Das ist ein sehr, sehr schöner Moment. Ich schreibe im Übrigen nicht zu Hause, sondern ich gehe ganz gerne in die Bibliothek, die es bei uns in der Stadt gibt. Ich habe meinen Schreibplan und ich weiß ganz genau, was passieren wird und nichtsdestotrotz kommen immer wieder Überraschungen. Also was zum Beispiel immer überrascht ist, wie die Tiere eigentlich sprechen. Also jeder hat ja auch so ein bisschen seinen eigenen Slang und seinen eigenen coolen Spruch. Welchen Hype ich damit ausgelöst habe, ja, das merke ich an den Briefen, die auf einmal kamen. Und es geht einem auch das Herz auf, wenn man denkt, dass ich jetzt diese Kinderbuchhelden schreibe, an die man sich sein Leben lang erinnern wird. Ich bin total froh, dass ich den Beruf ausüben darf, der ein wirklicher Traumberuf ist. Wie viele schreiben und müssen nebenbei noch irgendeinen anderen Job machen, weil man halt vom Schreiben nicht leben kann. Ich habe das große Privileg, dass meine Bücher so beliebt sind, dass ich wirklich einfach mich voll auf Schreiben konzentrieren kann. Und ich möchte einfach so weitermachen.